Darin, let's play. So, drei Diebe gelesen, Verfasser unbekannt. Eine Truhe öffnen wir mal. Was steht denn hier drin? In dem Buch. So, wo ist es? Haben wir ins Tagebuch. 10 Jahre Hohn, 10 Jahre Gefangenschaft, 10 Jahre Exil. Die Kinder warfen mit Steinen nach mir und die Frauen spuckten mich an, als die Männer mich in den Kerker von Weißlauf verfrachteten. Sie alle sahen in mir eine Bedrohung ihrer jämmerlichen Existenz. Nannten mich Wahnsinniger und Verrückter. Könnte ein Verrückter unbemerkt aus einem Kerker entfliehen? Wenn man die richtigen Leute kennt, ja. Könnte ein Wahnsinniger direkt vor ihren Augen ein Labor errichten? Möglicherweise. Könnte ein Psychopath aus einfachen Skevern eine mächtige Armee erschaffen? Alter. Meine Zeit als Alchemielehrling in Winterfeste war kein Deut besser. Die selbstsüchtigen Prahler dort konnten mit meinen Fähigkeiten einfach nicht mithalten. Wo sie versagten, ragte ich heraus. Doch wussten sie mein Genie zu schätzen? Mussten sie meine Leistung zu würdigen? Nein! Stattdessen verabreichten meine Lehrmeister mir Prügel und behaupteten, ich hätte unverantwortlich gehandelt. Und der Erzmagier warf mich gar auf die Straße wie ein Bettler. Also ich war da noch nicht, ich war damals noch nicht Erzmagier. Aber ich glaube, ich hätte es auch gemacht. Verrückter. Während meine Feinde selbstzufrieden und schwach werden, während sie Hamelin und dessen Brillanz vergessen, erschaffe ich meine Armee. Ich setze all mein Wissen ein, um ihren Untergang zu besiegeln. Dank Sabions ahnungsloser Hilfe wird meine Armee mit jedem Tag stärker. Was für eine Ironie, dass die gleichen Zutaten, die es für einen üblen Trank verwendete, nur meine Brut ernähren. Achso. Ja, die er für seinen üblen Trank, so. Oh, sie werden bezahlen. Wie sie ihre bevorstehende Vernichtung ignorieren, finde ich höchst amüsant. Ich werde Weißlauf dem Erdboden gleich machen und Winterfeste niederbrennen. Und wenn sie sich meinem Zorn gegenüber sehen, wenn meine Brut das Fleisch von ihren Knochen nagt, werden sie angekrochen kommen und um ihr Leben betteln. Aber dann werde ich weder Gnade kennen noch Milde. Ich werde sie nicht verschonen. Stattdessen werde ich lachen und tanzen und mich auf ihren zerfetzten Leibern ergötzen. Die Zeit für Vergeltung ist gekommen. 10 Jahre Schmerz, 10 Jahre Elend, 10 Jahre Tod, 10 Jahre McDonald's. Was? So. Ja, den Verrückten, den haben wir beseitigt und Gift im Nest verteilt. Das sollten wir ja machen. Wobei das eigentlich schon überflüssig ist. Wir haben ja hier alles getötet. Alles ist tot. Genauso soll das sein. Und jetzt müssen wir noch das Gift hier in die Kanister werfen. Autsch! Alter. Ich gehe hier kaputt. So, in welche Kanister denn? Wahrscheinlich irgendwo, wo der Pfeil hin zeigt. Da gucken wir mal. Ach, hier. Wahrscheinlich von oben. Ja. Ach ja, ist das nicht hübsch hier. In der Honigbräuerei. Für die Geräusche hier. Ja, ah, jawohl. Ha, Schloss knacken und wir haben, glaube ich, Level. Perfekt. So. Cool. Ich glaube, wir haben jetzt... Was machen wir denn Ausdauer? Ich glaube, wir haben jetzt... Dingsterbumster voll. Wie heißt das? Verzauberungskunst. Kann ich da schon das letzte skillen? Kacke, brauche ich 100. Oh, okay, dann nicht. Schmiedekunst. Wir haben 79. Was brauche ich über nächste? 100. Alter, dädrische Schmiedkunst ist auch nicht schlecht eigentlich. Ebernerz, ja. Könnte man sich überlegen, dass wir vielleicht doch irgendwann mal auf schwere Rüstung umsockeln. Zumindest wenn man... Sturzschaden. Hier, schwere Richtung. Schwere Rüstung wiegt nichts und verlangsamt dich nicht. Das heißt, sie wiegt nicht, das heißt, wie heißt das? Ich kann besser schleichen damit, glaube ich, heißt das. Einhändigkeit brauchen wir nicht. Schießkunst könnte man machen. Schleichen, was gibt's denn hier? Das Geräusch der Rüstung ist verringert. Keine Druckplatten. Stille, gehen oder rennen, haben keine Auswirkung. Ja, das brauchen wir nicht.
Wir sind schon so gut. Schloss knacken brauchen wir auch nicht. Taschendiebstahl auch nicht. Redekunst. Ah, hier, wir können Investor machen. Können wir machen, oder? Die Alchemie verbessern weiterhin. Giftmischer brauchen wir nicht. Wohltäter auch nicht. Das auch nicht. Also, das Einzige, was noch interessant wäre, wäre das hier. Aber, ja, so oft brauchen wir eigentlich keine Tränke, dass das eigentlich auch komplett uninteressant ist. Wir machen einhändig. Bogen. Wir machen ja hier demnächst mit dem Bogen weiter. Hier. Noch mehr Damage. Boom. Guck, wie viel zieht unser Bogen jetzt ab? Alter, 55. Ist ja schon besser wie unsere Schwerter. Ho, nicht schlecht. Okay. Raus hier. Ich hab doch den Schlüssel. Achso, da hängt einer. Wir haben den Schlüssel für den Vordereingang, aber nicht für den Hinterausgang oder so. Wie auch immer. Die Bella ist die Göttin der Schönheit. Ups. Honigbrew. Brauerei. Hier, wir haben dir geholfen, Kollege, ne? Mal so am Rande. Erwähnt. Ach so, da ist schon der Kommandant. Ist noch irgendetwas unklar? Auftrag erledigt. Das wird auch Zeit. Ja. Ich musste den Hauptmann bis zum Abschluss eurer Arbeit hinhalten. Was ist mit meiner Bezahlung? Ihr müsst einfach warten, bis der Hauptmann fertig ist. Ihr könnt hier bleiben, wenn ihr wollt. Ja, ja. Natürlich bleibe ich hier. Ja, du freust dich auch schon, ne? Nun, Sabion, jetzt, da ihr euch um euer kleines Ungezieferproblem gekümmert habt, könntet ihr mir ja Geld gönnen. Bedient euch, Herr. Ist ja doch frisch gezapft. Das ist mein bisher bestes Werk. Ich nenne es Honigbräu. Und ich glaube, es wird eurem Gaumen schmeicheln. Bestimmt. Ach, kommt. Das ist Met. Kein Wein, den man in Schlückchen trinken und genießen muss. Bei den Acht. Was ist da drin? Ich weiß nicht. Was ist los? Ihr habt mir versichert, dass dieser Ort sauber ist. Ich werde dafür sorgen, dass ihr den Rest eurer Tage in Ketten verbringt. Nein, bitte. Das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Oh, Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen, als diesem Ort zu vertrauen, nachdem er mit Unrat übersät wurde. Ich bitte euch, es ist nicht das, was es zu sein scheint. Ich würde auch nicht davon trinken. Ihr übernehmt hier das Kommando, bis ich das alles erledigt habe. Jawohl. Das mache ich gern. Und ihr kommt mit mir nach Drachenfeste. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Sabion sich windet. Der Stadt wiederkehrt. Jetzt bewegt euch. Ich kann euch versichern, dass es sich hierbei nur um ein Missverständnis handelt. Bewegung, sage ich. Lebt wohl, Sabion. Tschüss. Mach's gut. Ich glaube, das hätte nicht besser laufen können. Braucht ihr noch etwas, bevor ihr nach Rifton zurückkehrt? Ja, ich muss mir Sabions Bücher ansehen. Dann will Maven also Sabions stillen Partner finden, was? Ja, richtig. Ihr könnt euch gerne in Sabions Büro ein wenig umsehen. Die meisten seiner Papiere hebt er an seinem Schreibtisch auf. Okay. Hier, das dürfte helfen. Kommodenschlüssel. Das hätt's mir nicht unbedingt geben müssen. Denkt daran, bei Maven ein gutes Wort einzulegen. Ach, da oben. Kommodenschlüssel, als ob ich da nicht auch ohne Schlüssel dran gekommen wäre. Hallo, ich bin Meisterlieb. Einmal um den Pudding laufen. Ah, eine Bruchbude hier, ne, zum Teil. Okay, feine Stiefel. Ah, was steht denn hier? Hilfgesuch an Zynrik. Okay.
Sabion, dies ist mein drittes und letztes Angebot. Ich bin der Meinung, dass die Beiträge, die ich für den Kauf eurer Brauerei angesetzt habe, mehr als großzügig waren. Es gibt keinen Grund für einen Wettbewerb, der unser beider Unternehmen erdrückt. Gemeinsam können wir Schwarzdornmäh zu einem Begriff machen und jeden aus dem Rennen werfen, der versucht, ein ähnliches Unternehmen in Himmelsrand aufzuziehen. Wenn ihr mein Angebot annehmen wollt, kommt bitte als Gast auf mein Gut nach Riften. Ich denke, ihr werdet feststellen, dass es sowohl lukrativ ist, als auch Leben retten kann, zur Schwarzdorn-Familie zu gehören, ja. Der wollte aber nicht, und wer nicht auf die leichte Tour will, der lehrt eben auf die schwere oder auf die harte Tour, so. Eieieiei, so. Ah ja, Schlüssel erforderlich, okay. Gold, Schuldschein. Gucken wir mal, was da drin steht. Sabion, in der beigelegten Kiste findet ihr die Abschlusszahlung. Wie bereits besprochen, sollte die Honigbräu-Brauerei ab sofort mit voller Kapazität Met produzieren. Was eure Befürchtung wegen etwaiger Störungen Maven Schwarzdorns betrifft, so kann ich euch versichern, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um uns ihre Handlanger vom Leib zu halten. Dies ist der Beginn einer langen und erfolgreichen Zukunft für uns beide. Ja, hat nicht funktioniert. Und das Symbol, aber was ist das? Dieses komische Dolchding mit dem schwarzen Kreis. Das ist wohl der Absender. Ja, komisch. Scheiße. Ja. Ja, Mann! Können die sein hier? Oh. Alter Schlawiner hier. Was ist das für ein Schloss? Alter Schlawiner. Ah ja, so. Ich hoffe, hier ist was Gutes drin. Auf jeden Fall Gold. Halskette, Geldbeutel, Honigbräu-Karaffe. Sieht cool aus. Nehmen wir mit. Zu Delvin. Okay, das ist wohl eine Quest. Ja, okay, zu Delvin. Und ist leer, warum sollen wir die aufbrechen? Delvin, wer ist denn Delvin? Verschiedenes. Okay. Das machen wir und... Alter, wo ist das hier mit den maglosen Saphire? Finde Golderz? Mammutstoßzahn? Nee, die Quest nicht. Wo ist denn die Quest mit dem... Besorge 3 makellose Saphire für Talon Jay. Ach so, Saphire. Haben wir doch, oder nicht? Ach, Amethyste, ich lese mal Saphire. Damit den Mammutstoßzahn ist für eine andere Quest. Ach so. Ja, müssen wir nochmal eben nach Weißlauf. Ja, so läuft das hier. Die Saphire lassen wir trotzdem mal im Gepäck für die andere Quest. Was will der noch für die andere Quest? Mammutstoßzahn und noch irgendwas. Vielleicht können wir das ja auch schnell auftreiben. Mammutstoßzahn und was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Wo ist es? Für den Golderz. Golderz. Das ist doch mal ein schönes Schwert. Ja. Schönes Schwert, ne? Finde ich auch. Breeze Home. So, 3 Amethyste suchen. Weil der Argonia, der mag uns jetzt nicht so, weil wir ja von der Frau da das Geld aus der Tasche geleiert haben. Ja, da müssen wir uns ein bisschen einschleimen. So, makellose Amethysten. Dann finden wir hier einen makellosen Amethysten. Diamant. Granatstein, Amethyst. Amethyst. Makelloser Amethyst. Makelloser Amethyst. Ja, da haben wir sie ja. Perfekt. Dann können wir schon wieder gehen. So. Was ist denn hier für eine Höhle? Weißflussfacht. Warum ist sie denn so schwarz? Da waren wir ja noch nicht. Okay. Bringe die Honigbräu-Karaffe zu Delvin. Und wo ist Delvin? Diebesgilde. Ach, wir können zu Diebesgilde hin teleportieren direkt. Ah, wo? Ist ja natürlich noch besser. Ja. Machen wir natürlich. Cool. Da muss ich nicht den ganzen Weg hier durch Riften laufen. Sind wir direkt da. Bringen wir Delvin die Karaffe. Der hat uns dann nie darum gebeten, aber wir haben so einen Riecher dafür. Wir haben uns schon gedacht, als wir die gesehen haben. Ja, also der Melvin, der könnte die haben wollen. Und jetzt, der Delvin, nicht der Melvin, der Delvin. Und der kriegt die jetzt auch. Der Delvin.
Ey, Delvin, wir haben da was gefunden. Ich glaube, das möchtest du haben. Ach, der ist das. Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Interessiert. Hallo? Wollt ihr diese Honigbräu-Karaffe kaufen? Oh ja. Ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Klar, wenn das Gold ist. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Diese Bezahlung sollte mehr als angemessen sein. Mehr als angemessen, da möchte ich sehen. 800, ich habe jetzt über 1000 gehofft, so 1500. Ja, also über das Wort mehr als angemessen oder die Wörter mehr als angemessen, da müssen wir uns nochmal unterhalten, Delvin, ne? Also, wir haben da so verschiedene Vorstellungen. Wie viel Gold haben wir jetzt? 66.000. Ja, ist okay. Woran denkt ihr? Woran denkt ihr? Ich denke gerade an Maven Schwarzdorn und dass wir ihr berichten, dass sie jetzt eine neue Honigbräuerei hat. Naja, so funktioniert das eben in der Wirtschaft. Da werden die Konkurrenten ausgestochen und die Unternehmen übernommen. So. Es ist zwar dunkel, aber das ist ja egal hier in der Stadt. So, hier bringen wir den Typen erstmal seine Amethyste, damit er vielleicht nicht mehr ganz so brummig auf uns ist. Ich meine, die drei Amethyste, die können wir auch verschenken. Wir haben genug. Danach klauen wir ihn ja wieder aus der Tasche, sofern das geht. So. Speichern. Reden. Ihr habt ganz schön Mumm, euch hier blicken zu lassen nach der Sache mit Kerava. Ja. Ich bin hier, um die Sache wieder gerade zu biegen. Hier, ich hab so Amethyste für euch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Solche Großherzigkeit findet man heutzutage nicht mehr oft. Ja. Hier, nehmt das als Bezahlung für euer Opfer. Und ich, also ja. Wir beide, wir danken euch. Natürlich. Elixier des Waffenschmieds, toll, jetzt behalten können. Verzieht euch einfach. Was? Er ist ein Drecksack. Ich kann ihn nicht mal zurückklauen. Ja, dann nicht. Maven? Ach, die ist auch hier drin. Wie vorhin, okay. Jemand muss Sibby Schwarzdorn eine Nachricht überbringen. Hallo. Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten für mich. Ja. Auftrag erledigt. Hier sind eure Informationen. Das sagt mir nicht viel. Das Einzige, was Serpions Partner identifizieren könnte, ist dieses seltsame kleine Symbol. Ja, ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Nun... Für wen dieses geheimnisvolle Zeichen auch steht. Der Betreffende wird es noch bereuen, dass er sich auf einen Krieg mit mir eingelassen hat. Naja, bestimmt. Diese Information solltet ihr unverzüglich der Diebesgilde überbringen. Kommen wir zur Bezahlung. Ich glaube, dies werdet ihr für eure Dienste für mehr als angemessen. Schon wieder mehr als angemessen, das Wort. Oder die Worte. Eisenschwert der Furcht. Willst du mich verarschen? Alter. Ich glaube, wir sind fertig. Weißt du, was ich zu deinem Schwert sag? Hier. Das sag ich dazu. Mehr als angemessen am Arsch. Da waren ja die 800 Gold besser von dem einen. Alter Schwede. So, zurück zum Brillenjoff. Steht da. Kann ich hier irgendwie her? Weil hier... Jetzt hab ich Abkürzung gefunden. Cool. Knöpfchen gedrückt. So. Hey, Brynjolf. Wo bist du? Ich hab die Quest abgeschlossen und sie war zufrieden. Nicht wie beim letzten Mal, wo wir da den halben Hof verbrannt haben. Diesmal ist gut gelaufen alles. Man erzählt sich, dass der arme Sabion in Weißlauf im Gefängnis sitzt. Ja. Was für ein Pech aber auch. Ja, aber dennoch sehr vorteilhaft für Maven. Genau. Nun versteht ihr langsam, wie unser System funktioniert. So langsam. Laut Maven habt ihr dort noch etwas anderes entdeckt. Ist es für die Gilde von Bedeutung? Ja, diese komische Schriftrolle, dieses Zeichen schon wieder. Dasselbe Symbol wie bei Goldenglanz war im Spiel. Dann kann es kein Zufall sein. Erst Aringoth und nun Sabion. Hm.
Jemand versucht uns auszuschalten, indem er einen Keil zwischen Maven und die Gilde treibt. Tja. Können wir irgendwas tun? Mercer glaubt, diesen neuen Dorn in unserem Auge identifizieren zu können. Er will sich sofort mit euch treffen. Okay. Ich an eurer Stelle würde mich beeilen. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Okay. Neue Quest. Ein hinterhältiger Halunke. Sprich mit Mercer. Der ist ja sowieso so ein... Ja, ich weiß nicht. Ich möchte sagen, wie sagt man? Ach, guck mal da. Ah ne, das haben wir ja schon geklaut. Jetzt steht das hier im Regal. Ach so. Da seid ihr ja. Ja, da sind wir ja. Ich habe meine Kontakte zu den Informationen befragt, die ihr aus Gut Goldenglanz beschafft habt. Aber mit diesem Symbol kann niemand etwas anfangen. Ja. Ich habe meine Kontakte zu den Informationen befragt, die ihr aus Gut Goldenglanz beschafft habt. Aber mit diesem Symbol kann niemand etwas anfangen. Ja, immer noch. Hast du irgendwie Angst oder warum guckst du mich nicht direkt an? Warum guckst du nach oben in der Ecke? Bist du irgendwie... Hast du gelitten? Ich habe dieselbe Markierung bei der Honigbäuerei gefunden. Offenbar versucht unser Gegenspieler uns indirekt aufzureiben, indem er Maven Schwarzdorn verärgert. Ja, so sieht's sehr aus. Gerissen. Wundert ihr sie? Schlau oder nicht, sie müssen sterben. Unterschätzt unsere Gegner nicht. Sie verfügen über umfangreiche Mittel, sind geduldig und schaffen es seit Jahren unerkannt zu bleiben. Ja, ja, komm, jetzt bin ich aber hier. Er wechselt meine Bewunderung aber nicht mit Nachlässigkeit. Unser Erzfeind wird teuer bezahlen. Wie lassen wir sie dafür bezahlen? Weil sie, trotz all ihres Prahlens und Planens, einen Fehler gemacht haben. Ein Fehler? Achso. Das Pergament, das ihr besorgt habt, erwähnt einen Gajolai. Laut meinen Quellen ist das ein alter Deckname eines unserer Kontaktmänner. Ah, okay. Sein wirklicher Name ist Gulum Ai, ein schleimiger Dreckskerl. Ja. Den Namen haben wir schon mal gelesen in irgendeiner der Briefe, die hier rumliegen. Wo soll ich anfangen? Gulum Ai ist unser Maulwurf bei der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Ich wette, dass er beim Verkauf von Gut Goldenglanz als Mittelsmann beteiligt war und dass er uns zu unserem Käufer führen kann. Geht da raus, macht ihm Druck und schaut, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr vor der Abreise noch mit Brynjolf reden. Ja, ja, alles klar. Sprech mit Brynjolf? Nein, brauchen wir nicht. Ich habe keine Fragen. Wobei, komm. Wenn wir, der steht hier schon mal rum, dann fragen wir ihn auch. Ich kann gar nicht glauben, dass Gulum Ai in all das verwickelt ist. Dieser Argonia könnte seinen Schwanz nicht mit beiden Händen finden. Versteht mich nicht falsch. Er könnte einem Bettler den letzten Septim abnehmen. Aber der Allerhellste ist er nicht. Denkt ihr, er wird Probleme machen? Er ist eine der stursten Echsen, die ich je getroffen habe. Das wird keine leichte Aufgabe. Und wie bekommen wir ihn zum Reden? Ihr müsst ihn bestechen. Nur so bekommt ihr seine Aufmerksamkeit. Warum nicht bedrohen? Wenn das nicht funktioniert, folgt ihm und seht, was er macht. Ja, okay. Wie ich Gulum Ai kenne, wächst ihm alles über den Kopf. Das könnt ihr als Druckmittel benutzen. Okay. Für diesen Verrat wird er uns bezahlen. Wird er uns bezahlen? Hä? Das ist wohl wahr. Und mit seinem Zugang zur ostkaiserlichen Handelsgesellschaft wird sich das für uns auszahlen. Mhm. Falls es nicht klar sein sollte, wir wollen nicht, dass ihr ihn tötet. Ach so, schade. Bleibt ihm erst einmal auf den Fersen. Dann wird er irgendwann einen Fehler begehen. Okay, nicht töten. Wenn ich Informationen von Gulum Ai erhalte, was dann? Kommt sofort zur Gilde zurück und bringt Mercer die Informationen. Das hat höchste Priorität. Okay. Wenn ihr entdeckt, dass Gulum Ai mehr Beute versteckt, als er behauptet, könnte diese Information auch recht nützlich sein. Hm. Ostkaiserliche Handelsgesellschaft, was ist das genau? Ja, irgendeine Handelsgesellschaft. Eine Handelsgruppe, die Häfen überall in Tamriel errichtet hat. Sie sagt der Verschiffungsbranche, wo es lang geht. Angeblich unterstützt sie der Kaiser selbst und das bedeutet, dass ihre Mittel unbegrenzt sind. Also bringt sie nicht gegen euch auf. Alles klar, okay. Dann machen wir das. Suchen wir Gulum Ai auf, befragen ihn, bestechen ihn. Nicht töten, das finde ich ja schade. Ey, was folgst du mir denn? Gar nichts brauche ich, meine Ruhe brauche ich. Ich muss mich konzentrieren auf meinen... Jetzt ist er weg. Auf meinen Auftrag. So, ostkaiserliche Handelsgesellschaft. Okay, hier ganz oben in der Ecke ist der Cursor.
Ach, bei Einsamkeit ist das. Ah, da waren wir schon lange nicht mehr. Ne? Einsamkeit, das ist so eine einsame Stadt. Da hatten wir ja mal eine Diebestour gemacht. Durch einen Teil der Stadt zumindest. Müssten wir mal fortsetzen. Wir sind schon fast Level 50. So schnell geht das hier, ne? Ah, der winkende Skewer. Da soll der Typ sich also aufhalten, der Gollum-Ei. Gollum-Ei, was soll das für einer sein? Was für eine Rasse? Gollum-Ei. Ja, ja, Argonia natürlich. Nun, was haben wir denn hier? Ja, was haben wir denn hier? Lasst mich raten. Eurem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, dass ihr von der Gilde kommt. Oh, aber das kann nicht sein. Warum? Ich habe Mercer gesagt, ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Tja, was du gesagt hast oder nicht, das ist egal. Es gibt nämlich Probleme, in die du verwickelt bist und ich bin wegen Goldenglanz hier. Ich mache keine Geschäfte mit Grundstücken oder Immobilien. Wenn ihr jedoch Waren sucht, seid ihr am richtigen Ort. Natürlich. Das Theater könnt ihr euch jetzt sparen. Gajulei. Oh, wartet. Habt ihr gut Goldenglanz gesagt? Ja. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss leider zugeben, dass ich sehr wenig weiß über diese Imkerei, wenn ich mich nicht täusche. Ihr wart der Makler für seinen neuen Besitzer. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja. Ich kann mich nicht an jedes Geschäft erinnern, ja, das ich durchgeführt habe. Können wir den bestechen oder überreden oder einschüchtern? Nennt mir den Namen des Verkäufers, dann vergessen wir, dass ich hier war. In oder Ordnung. So. Hätte ich gewusst, dass das Geschäft uns so viel Ärger machen würde, hätte ich das Gold nie angenommen. Mhm. Ich wurde von einer Frau angesprochen, die mich als Makler für etwas Großes anheuern wollte. Sie hat mir einen großen Sack Gold ins Gesicht gehalten und sagte, dass ich nichts tun müsste, als Aringot für das Gut zu bezahlen. Ich habe ihm das Geld gebracht und dafür ihr Exemplar der Besitzurkunde bekommen. Also, hat sie gesagt, warum sie das getan hat? Überhaupt nicht. Ich stelle in der Regel auch nicht viele Fragen, wenn ich beruflich unterwegs bin. Natürlich nicht. Das versteht ihr doch sicher. Klar. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sie ziemlich sauer war, und zwar auf Mercer Frey. Das war's? Nicht mal Name? In diesem Geschäft geben wir nicht viel auf Namen. Ja, wer ja. wir sind, wird dadurch bestimmt, wie viel Geld wir bei uns haben. Natürlich. Ich glaube, dass ihr lügt. Schaut, mehr weiß ich nicht. Nee. Ich habe nie versprochen, alle Antworten zu haben. Da unsere Transaktion beendet ist, werde ich mich jetzt auf den Weg machen. Ja, mach dich auf den Weg. Beschatte Gollum-Ei. Ich glaube, der lügt, weil die Nase, die wird immer länger. Guck dir mal an hier, Pinocchio ist gar nichts dagegen. Ja, wir setzen uns hier einfach mal hin. Das könntet ihr einen Schluck vertragen. Nee, ich brauche keinen Schluck. Wie wäre es mit einem Wett unter Freunden, mit dem Stab als Einsatz? Was für ein Stab? Was? Der will ein Wett trinken? Sollen wir das machen? Nein. Wir gehen erst den Argonia beschatten, damit den Wetttrink muss ich mir merken, wobei, das ist ja jetzt, glaube ich, auch im Questlog drin. Ja, haben wir im Questlog, dann machen wir das danach irgendwann, wenn wir sind ja noch hier in der Nähe, ich denke mal, da zeigen wir dem mal, was wir können. Oh. So. Wobei, ich glaube, aus dem Beschatten wird jetzt gar nichts mehr, weil Aufnahme ist jetzt eigentlich vorbei. Das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Ja, ja. Lauf du mal weiter, Argonia. Ich verabschiede mich schon mal. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zur nächsten Episode. Und dann geht's hier weiter mit der Beschattung und dann den Wettsaufen mit den Typen da in der Taverne. Den werden wir schon zeigen, was wir können. So, bis übermorgen dann. Tschüss.